Popcorn hingestellt und den nächsten Robot Boss bezwungen. Woodman ist ausgeschaltet. Und jetzt heißt es, Airman den Kühler abdrehen. Ja, einer der ikonischsten Mega Man Levels ever. Und glaube ich, zum Airman gibt es auch ein Fanlied, ein japanisches allerdings, was auch allerdings diverse Fan-Dubs erhalten hat, Fan-Covers. Can't Beat Airman, aber ist auch schon ziemlich uralt, also ist schon alter Hase auf YouTube. Oh, jetzt bin ich mal da runtergeplumpst. Soll nicht passieren. Genau, die kennen wir auch. Also die sind im ersten Mega Man Teil allerdings für den Game Boy zugegen. Ja, und dann macht man halt so Dragon Ball, so Goku-like auf Jindo Jun herumfliegen und rüber damit. Oh, das war ein bisschen unübersichtlich. Jetzt bin ich mal runtergefallen. Wieder mal. Ja, also Airman ist hier der zweite Robot-Boss in Folge. Oder der Roboter-Meister in Folge. Ich sage, der Robot-Boss hört sich kurz und knackiger an. Ja, die Vögel, die Vögeln. Also die Vögel gehen mir auf den Sack. Ja, geil. Verliere hier einen Großteil meiner Energie. Und die Dinger, die sehen aus, ob die gerade eine deftig dicke Kackwurst auskacken. Na, es kommen die wieder, die so aussehen wie, weiß ich nicht, wie aus der Barockzeit, die Frisur zumindest. Ach man, yo! Läuft. Läuft rückwärts, aber läuft, ja. Auch mit der Energie läuft es nicht. So, und gleich müssten diese, ach genau, die Moppis da. Und einer von den Moppis spuckt direkt die Energie aus, geil. Jetzt hätte ich nur gern leben, weißt du? Hoch! Na hoppala! Wieder gut gerettet. Ne. Ach, guck mal, leben, wie geil! Kann ruhig ein bisschen öfter passieren, dass Leben rauskommt. Oder halt Energietanks. Ah, gegen Energie sage ich auch nichts. Ah! Du meine Güte, ey, was ist das für ein Geraffel hier? So, jetzt bin ich angekommen bei Airman. Ja, und der wird mit dem Wood Shield oder Leaf Shield fertig gemacht. Und auch hier gilt, Timing abpassen. Ja, was natürlich nicht so... so gut war, beziehungsweise ganz gut war jetzt zum Schluss. Zweimal Leafshield anwenden und schon ist er kaputt. Und die Mini-Tornados, die verziehen sich auch jetzt hier ganz schnell. Ja, nächstes Power-Up bekommen. Jetzt haben wir, glaube ich, einen blau-weißen Mega Man, kann gut sein. Ja, Air-Shooter. Und ein Zusatz-Goodie gibt. Was gibt der denn? Ich glaube irgendwie entweder den Ballon, dieser Jet. Item 2. Was war das nochmal? Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ist das so eine Art Rush Jet. So, jetzt wird er rot-weiß, wie die Pommes. Kommt direkt Stage Select. Ja, und das war wieder mal. Das war Airman. Was im nächsten Video vorkommt, weiß ich nicht.